Eine Stadt erwacht. Geschäftige Händler bereiten ihre Stände mit Obst und Gemüse vor. Es riecht nach Falafel, Hummus und frischen Kräutern. Säkuläre und religiöse Israelis leben hier Tür an Tür. Am Strand tummeln sich schon frühmorgens zahlreiche junge Leute. Hallo oder Shalom, Tel Aviv. Die Stadt, die aufgrund ihrer Geschäftigkeit auch die Stadt ohne Pause genannt wird, ist diese Woche das Zuhause für 18 junge Menschen aus Hamburg. Die Auszubildenden nehmen an einem beruflichen Lernaufenthalt in Israel teil, der im Rahmen des deutsch-israelischen Programms zur Zusammenarbeit in der Berufsbildung stattfindet. Das Programm fördert neben verschiedenen Aktivitäten seit 2012 auch einen Austausch von Auszubildenden. Der berufliche Schwerpunkt wechselt jährlich. In diesem Jahr bekommen angehende Gastronomen Einblick in die Küche Israels. Von dem Aufenthalt in Israel erhoffe ich mir, dass ich einen Einblick in die koschere Lebensweise hier kriege, Land und Leute halt kennenlernen kann. Ich würde halt gerne neue Gebäcke kennenlernen, einfach was Orientalisches, was Mediterranes, einfach Sachen, die man in Hamburg noch nicht kennt. Während ihres dreiwöchigen Lernaufenthalts nehmen Friederike und Philipp Marcel sowie die anderen Auszubildenden aus Deutschland an einem Workshop des Dan Gourmet-Zentrums für kulinarische Kochkunst teil. Ausbilder Gal Kaschess erklärt den deutschen Teilnehmern, wie man koschere Desserts und Nachspeisen zubereitet. We put it cold inside because in 70 degrees it will be separated. So it is non-dairy, so it is kosher, we call it pav. Ich finde das halt sehr interessant, dass sie aufgrund der koscheren Küche einfach auf Milchprodukte in Gebäcken und in Süßspeisen verzichten, weil Gebäcke werden halt zu allem Möglichen gegessen, zu Käse und zu Fleisch, und dadurch darf halt auch keine Milch drin sein, da man Fleisch und Milch hier nicht zusammen essen darf. Neben den Workshops ist ein umfangreiches Kultur- und Freizeitprogramm Teil des Austauschprogramms. Bei Ausflügen lernen die Azubis das historische und religiös geprägte Nazareth ebenso kennen wie traditionelle orientalische Märkte und Tel Aviv mit seinem historischen Kern und seinem entspannten Lifestyle. Ich war vorher noch nie im Ausland und hier sind die Menschen deutlich freundlicher. Sie arbeiten anders, sie sind auf eine andere Art und Weise motiviert. Und sie haben auch eine ganz andere Leidenschaft zu den Produkten, die sie machen. Es ist von Vorteil, die Leute hier selbst kennenzulernen und sich auch auf gar keinen Fall die Meinung über Medien oder irgendwelche Bücher oder sowas anzueignen, weil die Menschen doch sehr offen sind, was das Land angeht und auch was die Politik angeht. Davon ist auch Susanne Brucker vom Deutschen Bundesministerium für Bildung und Forschung überzeugt. Denn das deutsch-israelische Programm ist eine Kooperation zwischen dem BMBF und dem israelischen Ministerium für Arbeit und Soziales und wird von beiden Ministerien finanziert. Das Wichtigste an diesem Programm ist, dass wir voneinander lernen. Nicht nur die Auszubildenden und Projektteilnehmer, sondern auch die Regierungen beider Länder und die Gesellschaften beider Länder lernen voneinander, von den Unterschiedlichkeiten, von den Gemeinsamkeiten. Und das ist, würde ich sagen, der Kern und das Wesen des Programms. Ein Zugewinn ist es auch für die israelischen Teilnehmer, die im Rahmen des deutsch-israelischen Programms nach Berlin reisen. Der Lernaufenthalt für die jungen Israelis, die in Bauberufen ausgebildet werden, wird in Kooperation mit der Handwerkskammer Berlin organisiert. Auf der einen Seite vertiefen sie ihre Kompetenzen. Das sind die Kompetenzen, die sie in Israel in ihrer Ausbildung haben. Sie nehmen darüber hinaus, neben der Vertiefung der Kompetenzen, aber auch andere Erfahrungen mit, beispielsweise das Lernen und Arbeiten in einer betrieblichen Situation. Wir haben in Deutschland ja ein duales System, das heißt, hier wird sehr viel im Betrieb gelernt. Das ist in Israel und auch in anderen Bildungssystemen weltweit nicht überall der Fall. Ergänzend zu verschiedenen Workshops im Hannesmeyer-Witwer-Bau in Bernau, zum Beispiel über den Erhalt historischer Bausubstanz, absolvieren die israelischen Teilnehmer deshalb, ganz im Sinne des dualen Bildungssystems in Deutschland, Betriebspraktika. Hen und Mani machen ein Praktikum bei den Berliner Dachbaubetrieben und arbeiten an der Sanierung eines Hauses aus den 70er Jahren mit.
למדתי פה הרבה דברים חדשים, יש פה הרבה חומרים חדשים שלא עבדנו איתם, יש פה הרבה שיטות עבודה שלא הכרנו, רמת דיוק, עבודה יותר מסודרת, יש פה חומרים כמו הבידוד, יש לנו חומרים כמו האיתום. Spätestens nach der Arbeit werden die israelischen Teilnehmer während ihres Berlin-Aufenthaltes ganz automatisch auch mit der gemeinsamen Vergangenheit der beiden Länder und der Stadt Berlin konfrontiert. Das moderne Berlin kommt bei den Teilnehmern gut an. Beim Besuch der Markthalle 9 können sie regionale Produkte und Streetfood probieren. שמח מאוד שניתנה לי ההזדמנות להשתתף בהשתלמות הזו, כיוון שאני חושב שזו הזדמנות שניתנת, זו הזדמנות חד פעמית. מאוד אהבתי שראינו את ברלין מנקודת המבט של לא של התייר, אלא של פשוט בן אדם ברליני שבא ומטייל ו... ואני אשמח לחזור שוב לגרמניה, אני בטוח שלא פעם אחת. ואולי אני אשקול לבוא ללמוד או לעבוד כאן בעתיד. Noch ein Pluspunkt. Schließlich soll das Programm nicht nur heute, sondern auch morgen noch die deutsch-israelische Zusammenarbeit in der Berufsbildung und in verschiedenen Ausbildungsberufen fördern. Danke für die tolle Zeit in Deutschland. Tschüss Berlin, tschüss Tel Aviv. Bis nächstes Jahr.